Einen guten Tag aus dem Deutschen Wetterdienst. Anfang 2020 war der Verlauf der Pandemie, wie wir ihn jetzt erfahren, nicht vorstellbar. Und dabei trat das Thema Klimawandel in den Hintergrund. Aber er findet trotzdem statt. Die Krise um die Pandemie zeigt, dass Entscheidungen anhand wissenschaftlicher Fakten Schlimmeres verhindern können. Das gilt auch beim Klimawandel. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Wir wissen spätestens seit den 1990er Jahren, was uns erwartet. Ein globaler Blick auf das Jahr 2020. Trotz der Corona-Pandemie emittieren wir weiterhin Treibhausgase, pandemiebedingt etwas geringer. Die Kohlendioxidemissionen sind etwas zurückgegangen um ungefähr 7%. Aber gemessen an der Gesamtmenge von Kohlendioxid in der Atmosphäre hat das kaum einen Einfluss auf die Konzentration. Zusätzlich gibt es weitere wichtige Klimagase wie Lachgas und Methan, die davon kaum berührt sind. Der Anstieg geht also ungebremst weiter. Es besteht damit ein hohes Risiko, dass das in Paris vereinbarte 2-Grad-Ziel nicht erreichbar ist. Die Jahresmitteltemperatur seit Ende des 19. Jahrhunderts ist mittlerweile um 1,1 Grad global gestiegen. In Deutschland immerhin um 1,5 Grad und wenn wir in Richtung Norden gehen, in die Arktis noch deutlich mehr. Das könnte bedeuten, dass wir bis zum Jahr 2100 eher ein Plus von 3 bis 4 Grad Celsius erreichen werden. Gucken wir auf das Jahr 2020. 2020 war geprägt durch das La Niña-Phänomen im östlichen Pazifik. Ein großes Gebiet mit einer Meeresoberflächentemperatur, die kühler ist als im Mittel. Ein Phänomen, was sich immer wiederholt. Trotzdem war 2020 das zweitwärmste Jahr. Auch die Ozeane sind vom Klimawandel betroffen. Die Ozeane haben etwa 90% der Energie weggepuffert, die durch Treibhausgasemissionen zusätzlich an solarer Energie in das Klimasystem eingebracht werden. Die Folge ist, dass die Ozeane sich erwärmen. Die thermische Ausdehnung des Wassers sorgt dann für einen steigenden Meeresspiegel. Und das kommt zusätzlich zum Abschmelzen des Festlandeises infolge der Erwärmung. 2020 war bezüglich des Meeresspiegels kaum über dem Niveau von 2019. Das ist ein Effekt von La Niña. Trotzdem erwarten wir bis 2100 einen Meeresspiegelanstieg von bis zu 1 Meter, regional darüber hinausgehend. Dies wird heutzutage von Satelliten überwacht und dazu gibt es eine neue Satellitenmission der Europäischen Union und von EUMETSAT, den sogenannten Sentinel-6 oder Michael Freilich. Mit diesem wird global die Überwachung des Meeresspiegelanstiegs global fortgesetzt. Der Klimawandel sorgt auch für eine Intensivierung und Zunahme von Wetterextrema. Dazu zwei Beispiele aus dem Jahr 2020. Unser Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie beim Deutschen Wetterdienst hat 2020 besonders viele Niederschläge in der Sahelregion, am Horn von Afrika, Indien, Pakistan, China registriert, regional um bis zu dem Fünffachen über dem vieljährigen Mittel. 2020 war beispielsweise auch auffällig, dass weltweit 96 tropische Stürme registriert worden sind. Im Nordatlantik 30 Stürme, mehr do als doppelt so viele, wie dort typisch sind. Und das Erstaunliche ist, nein, der Erfolg der Wissenschaft ist, dass der Weltklimarat dies schon im Jahre 1990 vorhergesagt hat. Und heute haben wir viel bessere wissenschaftliche Szenarien zum künftigen Klima und seinen Auswirkungen.
Deshalb, wir müssen diese Szenarien sehr ernst nehmen. Die Weltorganisation für Meteorologie und die nationalen Wetterdienste der Mitgliedstaaten unterstützen Politik, Wirtschaft und Verwaltung mit globalen und regionalen Klimaszenarien. Dabei ist wichtig, dass weder die WMO noch der Deutsche Wetterdienst ein politisches Mandat dazu haben. Wir geben keine konkreten Handlungsempfehlungen, keine politischen Forderungen. Aber unser Angebot ist, wir sind Berater mit Know-how und stehen dafür den Entscheidungsträgern zur Verfügung. Ich bin überzeugt, wissenschaftliche Klimafakten, Klimaberatung und Klimakommunikation von der Weltorganisation für Meteorologie und den nationalen Wetterdiensten ihrer Mitgliedstaaten wie dem Deutschen Wetterdienst bringen Rückenwind beim Klimaschutz und Klimaanpassung.